Er trat zum Bett seines Herrn, dem er so lange in Liebe und Freundschaft gedient hatte. Ich habe ihm den Verstand zum Handeln gegeben und das Herz, um einander zu lieben. Mehr kann ich nicht geben, flüsterte der einst so stattliche Gott, der mit jedem seiner göttlichen Atemzüge dahin zu schwinden schien. Plötzlich grummelte der Wolkenboden und der erste unglaubliche Ton erklang. Dong. So laut, so nah und so lange nicht mehr gehört. Dann noch ein Dong. Ein dumpfes Ding-Dong. Sie läuten die Glocken. Mitten in der Zeit, erschrak der Erzengel. Er schlüpfte hinaus, lief zum Wolkenloch und blickte hinab. Von unten dröhnte es in der Abenddämmerung. Dong, Ding, Dong. Tiefe, dunkle Schläge, helle Schläge. Die Glocken läuteten und läuteten. Herr, höre nur, sie rufen dich, flüsterte Gabriel behutsam in das göttliche Ohr. Auf der ganzen Welt läuten die Glocken, sie rufen nach dir, du bist ihr Gott. Sie haben Angst, du bist ihr Gott, steh ihnen bei. Ich habe ihnen Verstand zum Handeln und ein Herz zum Lieben gegeben. Mehr liegt nicht in meiner Macht. Ein ersterbendes Flüstern. Und der Herr drehte sich zur Wand um. Denk an den Bund, Gott. Du hast es ihnen versprochen, mahnte der Engel. Ich habe meinen Teil gehalten, Gabriel. Sie nicht. Ich bin müde. Der Herr zog die Decke wieder über die Ohren. Gabriel und die Glocken verstummten. Und im gleichen Augenblick schob sich die Tür auf. Und er trat ein. Der Tod. Ich wurde gerufen. Doch wo ist der Sterbende? Denn hier kann er ja nicht sein. Gabriel wies mit schwacher Hand auf das alte Bündel, das zusammengerollt unter der Wolkendecke lag. Verständnislos schaute der Tod den Engel an. Er? Gabriel nickte. Aber wie soll ich denn? Gevatter Tod stützte sich ratlos auf seine Sense und schaute auf den einst so stolzen Gott. Du hast es schon einmal getan. Tu es wieder, sagte der Herr. Gevatter Tod erschauderte. Er wusste, was der Herr meinte. Er war hinuntergegangen und hatte ihn als Sohn wieder heimgeholt. Du hast mir damals versprochen, es wäre ein Notfall und nur dieses eine Mal. Herr, du weißt doch, dass ein Gott unsterblich ist. Ich kann doch nicht.
In den müden alten Augen glitzerte der früher so gefürchtete göttliche Zorn. Was heißt, du kannst nicht? Vor dir, Gevatter, sind doch alle gleich. Also, tue deine Pflicht. Schnell. Denn wie ich gesehen habe, hast du auf der Welt allerhand zu tun. Herr, wenn du gehst, wird alles gehen, sagte der Tod. Ich bin müde, Tod. Lass mich einschlafen. Ich bitte dich. Ich brauche dich. Da legte der milde Tod seine kalte Hand auf die müden Augen, die zu viel gesehen hatten, zu viel erlebt hatten und zu viel verloren hatten. Und sanft wie ein Schleier sank die Stille des Todes auf den Himmel nieder. Und die weißen Wolken wurden grau. Die Sonne versank und das Licht erstarb mitten am Tag. Was wird nur geschehen? Fragte sich Gabriel noch, bevor er auf den Wolkenboden sank und im sanften, stillen Schleier der angehaltenen Zeit versank. Unten auf der Erde aber hatte niemand etwas davon mitbekommen, dass der Herr der Dinge und der Nicht-Dinge sich den Tod geholt hatte. Die Nachrichten flimmerten so grell wie vorher. 100.000 Tote in Amerika. Der Virus kehrt nach China zurück. Es war die Fledermaus. Plötzlich fiel eine Träne auf die Welt, schimmert, einen Regenbogen gleich, fiel sie hinab aus Himmelshöhe, weich wie eine Feder, zart wie ein Hauch. Und legte sich liebevoll um einen kleinen Grashalm, der am Ufer eines Sees sein kleines Gräserleben lebte. Für einen Moment war es dem Grashalm, es würde ein zehrendes Feuer ihn verglühen lassen. Ein Gesang von Ferne hüllte den Grashalm ein. Sein Herz füllte sich mit Liebe, mit Hoffnung. Mit Leben und er wuchs. In ihm glitzerte ein Funke, eine Kraft voller göttlicher Liebe. Und ein Gedanke ließ den kleinen Grashalm erschaudern. Dann ließ er los. Gabriel erwachte und rieb sich die Augen. Die Morgensonne kletterte gerade rot und rund auf den Fenstersims und wärmte mit ihrem Licht die kleine Wolkenkammer. Gabriel schaute auf. Sein Blick fiel auf das göttliche Wolkenbett, in dem der Tod schlief. Seine Sense lehnte an dem Bettgestell.
Gabriel blickt umher. Wo? Wo ist er? Nirgends konnte der Engel den Herrn des Lebens sehen. Wo ist er? Der Tod drehte sich schnarchend auf die andere Seite. Er war bis in jede Rippe seines mageren Gerippes erschöpft von seiner unglaublichen Tat. In diesem Moment fiel es Gabriel wie Schuppen von den Augen. Sein Heiligenschein zitterte. Er richtete sich auf, zog sich am Fenstersims hoch und blickte hinaus in die Morgensonne. Dann fiel sein Blick hinab, tiefer und tiefer. Da sah er ein vertrautes Glitzern. Sein Engelsblick erblickte einen kleinen Grashalm, der stolz seinen schlanken grünen Körper der Morgensonne entgegenstreckte. Und fast so schien es Gabriel, als hätte der Halm Augen voller göttlicher Funken. Er hat es schon wieder getan. Gabriel konnte es nicht fassen. Er hat es schon wieder getan. Und dann auch noch als Grashalm. Wie soll das nur werden? Doch trotz allem brodelte eine Freude leicht und sanft in seinem Engelsherz. Er hat es wieder getan. Nun wird alles gut. In diesem Augenblick lief ein kleines Mädchen über die Wiese, auf der der Grashalm stand. Eine große, hellblaue Maske verbarg fast das ganze kleine Kindergesicht. Aber sie verbarg nicht das Lachen. Sie ließ das Singen des Kindes nicht ersterben und auch nicht die Lebensfreude. Und als sich die kleine, warme Kinderhand um den glänzenden Grashalm schloss, wusste es Gabriel. Er wusste es. Hier ist der Anfang. Gott aber ging mit dem Kind nach Hause, zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern, zu seinen Freunden. Und gab ihnen das, was sie verloren hatten. Leben.